Jo Leute, was geht? Willkommen zu Diablo 3. Ich werde heute mal ein wenig in Season 30 reinschauen und wünsche euch ganz viel Spaß mit den Highlights. Ich glaube, ich habe noch nie den Mönch tatsächlich gespielt. Ich bin ganz gespannt. Doch, einmal habe ich ihn gespielt in einem, als Season 29 gestartet ist, gab es eine wöchentliche Herausforderung und dort musste man den Mönch spielen. Ansonsten habe ich den, glaube ich, noch nie gespielt in Diablo 3, auch nicht früher irgendwie, deswegen ich habe keine Ahnung, was er kann, was er spielt, was für Fähigkeiten der hat oder irgendwas. Ich bin sehr gespannt, ob jetzt was der kann und ob ich vielleicht davon vielleicht auch was kenne aus Diablo 2 und Diablo 4. I don't know. Bislang, Level up, sehr schön. Da kann ich direkt mal gucken. Was habe ich hier? So ein Kick, okay. Ich hoffe, dass er nicht nur Nahkampf hat. Und was ich cool finde bei Diablo 3 ist, dass ich mit Steuerkreuz hier direkt Sachen anlegen kann, die ich aufhebe, ohne dass ich mühselig in Menü muss und dort Sachen auswählen muss. Und mir wird mit einem Pfeil direkt angezeigt, ob das stärker ist oder schlechter ist. Ist natürlich sehr ungenau und später auch nicht mehr so zu benutzen, aber gerade für den Anfang finde ich es eigentlich ganz geil. Er ist auch mal im Gegensatz zu Diablo 4, dass man dort halt auf den ersten Blick, während man hier in der Welt noch rumläuft, sehen kann, ey, das ist besser. Und das ziehe ich an. Ich glaube, das ist auch ein bisschen daran geschuldet, dass man in Diablo 3 mehr auf der Konsole oder mehr für die Konsole entwickelt hat, als Diablo 4, was ja eher für den PC entwickelt wurde. Könnt ihr mir vorstellen, dass das daran liegt. Diablo 4 ist ja sehr back to the roots Diablo 2 mäßig. Anstatt Diablo 3, was ja alleine schon mit diesem Steuer, mit diesem Rad hier, wo die PC-Leute das gar nicht mögen, ist es für die Konsole natürlich sehr cool. Untersucht den Altar der Riten. Tristram? WTF? Was ist das denn? Guck mal, wie das aussieht. Wie witzig. Aber es ist nicht, ich glaube, es sieht noch besser aus als Diablo 1. Ich glaube, komplett den alten Look zu machen, geht dann auch nicht. Ein paar Sekunden später. Ich könnte jetzt eigentlich überlegen, ob ich nicht die Schwierigkeit erhöhe auf Qual 2, 3 und weiter. Qual 1 ist aber, glaube ich, so der Knackpunkt, wo es das erste Mal die krassen Sachen gibt und so, ne? Und ich glaube, zum Leveln reicht Qual 1 jetzt erstmal auch noch. Wir müssen gleich mal zusammenfassen, was ich jetzt genau gemacht habe. Das wäre vielleicht ganz interessant. Weil eigentlich ist es ja easy. Um eine Max-Waffe zu tragen, musst du eigentlich nur in die alten Ruinen dort Diablo 1-Style starten, bis Ebene 5 und dort den diesen Stein finden, der dir ganz viele Diamanten gibt. Dann levelst du deinen Handwerker hier auf Level 2 und machst dir einen makellosen Diamanten. In der Zwischenzeit brauchst du ein paar wiederverwertete Gegenstände. Gehst hier hin und gehst den rechten Weg hier hin, damit die Gegenstände keine Stufenvoraussetzung mehr haben. Und dann levelst du deinen Schmied auf das maximale Level. Und machst beim Schmied dann die höchste Waffe, die du machen kannst, die dann 1600 bzw. bei mir 3000 Schaden pro Sekunde macht. Und dann kannst du direkt in Qual 1 gehen. Deswegen haben die Leute ihren Charakter in einer Stunde auf 70 bekommen. Ja, ist dumm, ne? Irgendwie dumm, irgendwie auch witzig. Der Schlechter. Wie schaffst du das immer so früh on zu sein? Heute war ich sehr spät online sogar. 3 Stunden um 9 oder so.